Thank you.
Vad är hon med Dante? Nej, men det är kul. Ja, kul. Genau so. Hier kannst du sehen, dass die Gesamtbewertung für Fahrgeschäfte und Szenerie und die Zufriedenheit der Gäste für die Verbesserung deiner Parkbewertung unerlässlich sind. Und denk daran, je besser dein Park, desto mehr Gäste, die ihn besuchen wollen. Also, heben wir die Szeneriebewertung noch weiter an, ja? Lass den ganzen Park so wunderbar aussehen wie die Fahrgeschäfte, die du so herausgeputzt hast. Na los, fang mit dem Dekorieren an. Und wieder hallo. Wie ich feststelle, hast du die Szeneriebaupläne benutzt, um den Park zu dekorieren. Ich habe diese Baupläne selbst entworfen, also freut es mich sehr, dass du sie verwendest. Die einzelnen Szenerieobjekte, mit denen ich die Baupläne erstellt habe, findest du im Erstellen-Browser. Aber, wie ich schon sagte, ich habe mir schließlich die Mühe gemacht, wortwörtlich hunderte davon von Hand für dich herzustellen, also, du weißt schon... Genau so. Hier kannst du sehen, dass die Gesamtbewertung für Fahrgeschäfte und Szenerie und die Zufriedenheit der Gäste für die Verbesserung deiner Parkbewertung unerlässlich sind. Und denk daran, je besser dein Park, desto mehr Gäste, die ihn besuchen wollen. Also, heben wir die Szeneriebewertung noch weiter an, ja? Lass den ganzen Park so wunderbar aussehen wie die Fahrgeschäfte, die du so herausgeputzt hast. Na los, fang mit dem Dekorieren an. Und wieder hallo. Wie ich feststelle, hast du die Szeneriebaupläne benutzt, um den Park zu dekorieren. Ich habe diese Baupläne selbst entworfen, also freut es mich sehr, dass du sie verwendest. Die einzelnen Szenerieobjekte, mit denen ich die Baupläne erstellt habe, findest du im Erstellen-Browser. Aber, wie ich schon sagte, ich habe mir schließlich die Mühe gemacht, wortwörtlich hunderte davon von Hand für dich herzustellen, also, du weißt schon... Genau so. Hier kannst du sehen, dass die Gesamtbewertung für Fahrgeschäfte und Szenerie und die Zufriedenheit der Gäste für die Verbesserung deiner Parkbewertung unerlässlich sind. Und denk daran, je besser dein Park, desto mehr Gäste, die ihn besuchen wollen. Also, heben wir die Szeneriebewertung noch weiter an, ja? Lass den ganzen Park so wunderbar aussehen wie die Fahrgeschäfte, die du so herausgeputzt hast. Na los, fang mit dem Dekorieren an. Und wieder hallo. Wie ich feststelle, hast du die Szeneriebaupläne benutzt, um den Park zu dekorieren. Ich habe diese Baupläne selbst entworfen, also freut es mich sehr, dass du sie verwendest. Die einzelnen Szeneriobjekte, mit denen ich die Baupläne erstellt habe, findest du im Erstellen-Browser. Aber, wie ich schon sagte, ich habe mir schließlich die Mühe gemacht, wortwörtlich hunderte davon von Hand für dich herzustellen, also, du weißt schon...
Gute Güte. So wie du diesen Themenpark verwandelt hast, hast du die Parkbewertung ordentlich erhöht. Und schau dir nur die ganzen Gäste an, wie sie zufrieden vor sich hin lächeln. Und du weißt, was man über zufriedene Gäste sagt. Sie geben gern Geld aus. Ach, geht es bei dir immer nur um den schnöden Mammon, Cynthia? Nein, ich mag auch Aktien und Wertpapiere. Wie dem auch sei. Gäste haben auch andere Bedürfnisse, die sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Schauen wir uns ein paar davon an. Ja, gute Idee. Husch! Gut, also wenn du herausfinden willst, was wir Gäste brauchen, kannst du zum Beispiel die Gästeansicht in der Parkverwaltung aufrufen. Na los, mach sie auf! Hier kannst du sehen, wie die durchschnittlichen Bedürfnisse der Parkgäste aussehen und welche Gedanken die Gäste am häufigsten haben. Ist schon komisch, weißt du? Ich sollte das Ding hier als krasse Verletzung der Privatsphäre betrachten, aber ich komme damit klar. Autsch! Anscheinend drehen sich viele der Gedanken der Gäste darum, dass dem Park wichtige Servicegebäude fehlen. Okay, als erstes Essen. Die Gästedaten lügen nicht. Wir haben Hunger. Ich hatte mich schon gefragt, woher dieses leere Gefühl in meinem Bauch kommt. Also los, bau uns einen Imbiss.